So, also willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ja, meint das und so. So, das kann alles dahin. Wir müssen zuallererst mal, wir haben jetzt letztens diese beiden HV-Batterien gebaut, damit wir unsere Werkzeuge, müssen wir natürlich noch testen, super schnell aufladen können. Und wenn wir die Werkzeuge reinpacken und die Dinger nicht blitzschnell voll sind, also reinpacken und direkt können wir wieder rausnehmen. Wenn das nicht der Fall ist, dann verlange ich Geld zurück, Garantie. So, was kommt hier noch rein? Das kommt da noch rein. Mehr kommt da nicht rein. In die Holzkiste kommt das und das. Alter, wir haben unser F unser ganzes Holz ist weg. Das ist alles, was wir noch an Holz haben. Alter, willst du mich ficken? Das ist doch nicht wahr, Herr Kommissar. Hey, gut, die Kiste müssten wir eigentlich auch mal wieder aufräumen. Hier ist jetzt alles komplett durcheinander. Ja, wir hatten ja normalerweise hier die ganzen Barren und hier das ganze alles andere, aber ehrlich gesagt, leck mich. Wir brauchen erstmal eine Pause. So, jetzt erstmal hier weiter im Klartext. Alter Schwede, ey. Boah. Dort ist heftig. So, da wir das letzte Folge entdeckt hatten. Hier direkt mal das Ding reinschmeißen. So, jetzt dieses Dust. Wo hatten wir dieses Dust? Wir hatten doch schon mal dieses so ein Dust gehabt, oder nicht? Kann mir doch keiner erzählen, dass wir sowas noch nie gehabt haben. Ernsthaft? Na gut, du kommst hier mit rein. Okay. So. Die restliche Schüssel. In die Diesel kommt erstmal hier alles rein. So. Hätten wir das auch? Siehst du, so schon sieht gleich viel aufgeräumter aus. Das bleibt da. Das bleibt da. So genau. Hier kann gar nichts rein. Hier kommt das rein. In die Technik kommt das rein. Ja, und das Rest können wir mitnehmen in das andere Häuschen. Cool. Dann können wir direkt loslegen. Komm her. Oh mein Gott. Das war eine Geburt, sag ich euch. So, erstmal hier. Wir brauchen jetzt ganz schnell ganz viel Holz. Ich glaube, wir müssen uns wirklich eine richtige Holzfarm jetzt gerade erstmal aufbauen, damit wir überhaupt wieder irgendwie auch nur annähernd genug Holz haben, um überhaupt irgendwas zu machen. So, die Frage ist, wo am besten? Irgendwo, wo eine schön große Ebene, grüne Fläche ist. Und da ist mir alles ehrlich gesagt ein bisschen zu zugewachsen. Bei unserem Home haben wir hier noch eine relativ freie Fläche. Nee, ne? Hier ist alles weitestgehend zugewachsen. Ich meine, auf der anderen Seite haben wir hier so ein bisschen schon viele Bäume. Also wir könnten hier einfach mal ein paar Bäume fällen. Hier so zum Beispiel. Du könntest mal locker ein paar Bäume fällen. Wie gesagt, am wichtigsten ist natürlich dieses normale Holz. Das brauchen wir am allerwichtigsten. Alles andere können wir dann bei Bedarf nochmal extra fällen. Aber damit wir überhaupt erstmal Holz haben. So.
Halt. Was ist denn hier los? Wieder mal runter jetzt hier. So, Beeren. Ich bin voll. Ja, wenn wir jetzt irgendwas massig haben, dann Blätter. Weißt du was? Let's go. Alter. Schon wieder voll. So. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt einfach hier direkt die Spitzhacke leer, die ich gerade in der Hand habe und dann. Also nicht ganz leer, sondern so, dass wir sie noch reparieren können. Oh, schon wieder voll, ich glaube es ja. Dann kommt du jetzt auch weg. Tja, vielleicht wäre es sinnvoller, da hinten die ganzen Bäume abzufällen. Alle mit einmal. Und dann einfach komplett neu auszusehen. Mit einmal. Wir haben jetzt schon echt ein paar viele Bäume, ne? Bei uns hier in der Gegend. Läuft doch. Oh, hier ist sogar ein alter Baum. Oh, hier ist sogar noch ein alter Baum. Das heißt wohl, hier haben wir schon mal einen Baum gefällt. Kann das sein? Lol. So. Ich bin schon wieder voll. Ganz ehrlich, die Blätter sind gerade völlig egal. Ja, let's go. Wenn wir irgendwas nicht brauchen, aktuell, dann Blätter. Und Ölextrakt. So.
Hier sind noch zwei Bäume schön nah beieinander. Wie wäre denn gut schmecken? So, hier sind auch noch drei Bäume direkt beieinander. Naja, so fast so. Wie weit diese Blätter immer fliegen, es ist Katastrophe, Alter. Das ist ja... Dieser Explosionsradius ist nicht mehr von dieser Welt. Oh, da war zwar kein Baum, aber jetzt ist ein Baum. So. Hier war kein Baum. Hier ist so leer. Egal. Jürgen, wie viel Holz haben wir? Oh. Erstmal wieder genug, würde ich mal sagen. Boah, Alter. Nee, wir bräuchten da wirklich so eine richtige Baumplantage, wo wir einfach so eine große ebene Fläche haben. Weil wir einfach so 50 Bäume haben, die wir einfach komplett mit einmal abholzen können. Hier mit dem ganzen Grünzeug dazwischen und mit den ganzen Unebenheiten, das ist natürlich immer ein bisschen nervig, weil hier sind zwei Äpfel. Alle beide meine. Da kann man dann die Bäume auch ein bisschen näher beieinander bauen. So wie hier zum Beispiel. Weißt du was? Let's go. Meine Spitzhacke ist ja noch nicht alle, von daher. Oh, okay. Die wollte ich jetzt eigentlich auch gleich abbauen, aber er hat sich von alleine abgebaut. Lol. Schon wieder Hunger hier. So, dann würde ich mal sagen, sollten wir höchstens noch ins Dschungelgebiet gehen, damit wir noch ein bisschen Dschungelholz haben. Andererseits, wer braucht schon Dschungelholz? Das ist ja... Was ist denn hier los? Lol! Jetzt wachsen hier überall so eine kleine Büsche, ne? Also die brauchen wirklich ewig, aber da hinten war ein blauer, hier ist jetzt ein weißer. Das heißt, nach Jahren Wartezeit wachsen die echt von alleine irgendwann. Das ist ja mal interessant. Waren das nicht drei Bäume, die wir gerade gefällt haben? Da war einer, hier war der andere. Von der dritte im Bunde. Man weiß es nicht. Ja, ist er denn? Ist der blaue. Voll cool.
Hallo. I'm better than you, bitch. So. Hier könnten wir eigentlich auch mal wieder ein bisschen Holz schlachten. Wobei jetzt meine Axt mittlerweile echt dann schon runter ist. Achso, ich bin voll. Scheiß jemand dann. Ich bin ja immer noch voll. Achso, halt die hier manchmal, wo sind jetzt die, die wir brauchen? Das ist. Die brauchen wir ja noch. So wie einpflanzen. So, einmal hier. Einmal hier. Und einmal hier. Achso, hier sind auch noch. Sollte jetzt erstmal an Holz reichen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Varietät. Jo. Achso, jetzt auch laufen können. So. Holz. Du kommst da rein. Blätter. Werden wir sterben. Ach du Kacke. Jetzt muss ich mal überlegen, haben wir nicht für Blätter auch noch eine Kiste unten angelegt? Oder so? So viel wie wir da haben. Ja, haben wir tatsächlich. Lol. Gut, dann bringe ich mal die ganzen Blätter alle mal mit. Die Blätter auf jeden Fall. Die Blätter wahrscheinlich. Die Blätter auf jeden Fall. Die. Das hier sind alles so Buschdinger. Die haben wir wahrscheinlich hier nicht unten. Die können wir ja echt mal wegschmeißen, ganz ehrlich. Braucht keine Sau. Mit denen kann man eh nichts machen. Gut, mit den anderen dann auch nicht. Ah. Ist so oder so alles bloß Brennmaterial. So, hier hinten waren sie. Das sind für welche? Ach, Dschungelbaum. Dschungelbaum haben wir nicht? Nö. Lol. Dann brauchen wir noch Dschungelbaumblätter und die Blätter. Und die Blätter. Wobei Blaubeerblätter müsst ihr eigentlich. Die tragen ja Früchte. Ich mach die mal lieber hier hin. Macht das vielleicht nicht so? Ne, komm. Pack mal nach da oben. Genauso wie die. So. Naja, oh, Alter, wir haben. Ja, wir haben ganz schön viele Blätter, mein Freund. Was bist du denn jetzt? Ja. Hä? Ach, der ist voll. Ach, du bist voll. Ja, lecco mio. 32, 9, 2, 42. 100%, 5%. Das heißt, wir brauchen hier Upgrades und wir brauchen hier Upgrades. Okay. Wenn wir irgendwas genug haben, dann Upgrades. Ja, scheiße. Muss ich natürlich wieder. Oh, Alter. Das war Remix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halt. So.
10% voll. Oh, das geht ja. So. Okay, jetzt haben wir wieder nur noch diese beiden Blättertypen, die ich genau braucht. Und hier haben wir jetzt noch haufenweise Gerümpel. Und hier haben wir Holz. So, das kann alles nach oben in die oberen Kisten. Da, wo es hingehört. Hier gehört gar nichts rein. Hier kommen die Baumstämme und die Setzlinge rein. Und hier kommt eigentlich die ganze andere Kladderadatsch rein. So, dich habe ich vergessen. Oder übersehen vielmehr. So, sieht ja gut aus. So. Jetzt. Achso, halt. Tada. So. Jetzt können wir weiterarbeiten. Wir haben unsere beiden Werkzeuge. Wir haben eine Spitzhacke. Wir haben ein Schaufel, wir haben für den Notfallleitern und wir haben Kerzen und was zum Futtern. Ja, das sieht doch gut aus. Na dann, let's go! That escalated quickly. Wie konnte das passieren? Was ist... Oh! Apropos, wie konnte das passieren? Was ist denn da passiert? Lol. So, dann, nein, hier, schubs, ups, 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 und wieder alles aufrecht einrichten hier, du noch da, du noch da, du noch da, du noch da, oder andersrum, und der Rest, was ist das hier alles für ein Scheiß, ah, das hatte ich alles hier noch drin, oh mein Gott, alles in meine Krimskramstasche hier, das kannst du dir damit nicht mit ansehen. Die beiden könnte ich nochmal gebrauchen. Du kommst noch da. Du kommst noch da. Und du kommst noch da. So, let's go. Okay. Achso, ich wollte mir mal mein Schwert mitnehmen, ne? Hat ja gut funktioniert. Hey. 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 Hallo. 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 Das war jetzt zu tief. Jetzt bin ich verwirrt. So richtig? Ja. Perfekt. Hüpsala, hops. We need more light in this wood. So, dann machen wir wieder hier eine Reihe von Fackeln hin. Ja, hier mit den Kiezen ist natürlich immer eine schöne Arbeit hier. Ja, Drecksgesindel.
Da sieht gut aus. So viel Methril liegt hier auch rum, ne? Cool. Alles mal. Wobei, hier gibt es überall Methril. Oh, und Uran. Uran, ich habe Uran gefunden. Uran, oh mein Gott, ich habe Uran gefunden. Hey. Ich sehe nichts. Licht. Soll es das etwa schon gewesen sein? Das glaubt ja nicht mal deine Oma. Und die liegt im Koma. Hm, nö. Kein Uran mehr. So, dann wird hier kein Monster spawnt. Bisschen Licht machen hier. So. Let's go, weiter im Text. Und ich weiß, dass hier auch überall Uran ist, aber das bauen wir später ab. Wobei eigentlich hier oben kann ich die jetzt schon abbauen, gell? Eigentlich wirklich, ne? Gut, ich mache erstmal hier. Und schon wieder Hunger. Als ob es so anstrengend ist, eine Bohrmaschine zu halten, weißt du? Eine Stunde damit arbeiten, schon bist du verhungert. So, die Frage ist, wie bauen wir am besten nach oben? Das müsste ich denn ja eigentlich so machen, ne? Ah, funktioniert doch. Was? Mist, das war zu flach. Der Witz war definitiv zu flach. Ich bin immer so, dass ich den hier gerade so erreiche. Ja. Weil, wenn ich nämlich zu schnell nach oben gucke, dann baut er halt nicht mehr nach vorne hin ab, sondern halt nach oben. Dementsprechend, ja. Und ich darf nicht zu schnell abbauen. Ach nee. Hey. Okay, Akku leer. Sad life. Ich meine, andererseits könnte ich sogar so hier abbauen, ne? Wäre vielleicht sogar noch effektiver. Ja, können wir mal machen. Aber erstmal ein bisschen war. Home. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell. Also eine hier. Und der müsste jetzt länger brauchen als der hier. Oh ja, hier kann man richtig zugucken, wie das Ding wächst. Okay, das ist bei weitem schneller. Hier kannst du richtig, ne, hast du Sekunden zwischen einem Strich. Und bei dem geht es wirklich ratzfatz. Okay, das ist geil. Oh, schon fast. Oh, okay, okay. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber sowas von. Holy shit. Ah, jetzt lohnt sich endlich mal unser AKW. Den machen wir mal hier weg. So. Eigentlich müssen wir die ganze Reihe hier wegmachen. Oh, das war keine so gute Idee. Hallo, ich wollte da ein bisschen Sand hinmachen. Danke. Hinfort mit dir. Böses Wasser. Mein Haus ist geflutet. Ja, geh halt bis nach Japan. Tschüss. So, okay, da können wir also nicht abbauen. Das ist natürlich ein bisschen sad. Okay. Achso, müsste ja schon fertig sein, ne? Ha, oh ne, fast fertig. Oh, und fertig. Ah, ist das geil, Alter. Oh, ist das krass. Ja, also das hat sich auch, du Scheiße. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da könnte erzählen, was er. Achso, weil ich jetzt noch einen Sandblock mehr habe, ne? Den bitte einmal entladen. Danke!
Tschüss. Weg damit. So. Ja, wir brauchen mal einen freien Slot. 33.300. Das ist so viel. Warum ist das so viel? Ich hasse euch alle. Ich hasse alles. Und noch mehr. So, was wir auf jeden Fall mal machen, ist dich hier raus und dich da rein. Und ganz ehrlich, die Äxte, da packe ich die anderen beiden. Und die jetzt hier. Die packe ich mal. Eine Axt reicht vollkommen aus. Das war die Schippe. So. Gut, dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge und dann sehen wir uns wieder zum fröhlichen Uran sammeln. Denn jetzt können wir richtig losgehen. Das heißt, die nächsten 8 Folgen nur stupides Abbauen und Wundschleifen der Schleifer. Pura. Bis dann.